Das BSB-Porträt, der Badische Sportbund. Von Aikido bis Turnen und von Fußball bis zum Kegeln. Sport in Nordbaden. Thai-Boxen, härter geht's nicht. Vergessen Sie Karate, Judo oder Taekwondo. Im Vergleich zu Thai-Boxern werfen die mit Wattebäuschen. Der Nationalsport Thailands, das Muay Thai, entwickelte sich aus vielen regulären Kampfkünsten. Wenn Schwert und Speer unbrauchbar wurden, benutzen die Krieger eben alles andere zum Kämpfen. Beine, Fäuste und Ellenbogen. Thai-Boxen wird also ausschließlich als Vollkontaktsport ausgeübt und daher oft als ultimatives Prügelspektakel dargestellt. Haut-drauf-Sport, Schlägereien auf hohem Niveau eben. Hier werden Kämpfer für die Straße ausgebildet, denen man nachts lieber nicht begegnet. Schon gar nicht in Pforzheims ehemaligem Problemviertel Buckenberg. Hoher Ausländeranteil, viele grimmig ausschauende Typen, die wissen, wie man jemanden so richtig vermöbeln kann. Vorurteile in ihrer reinsten Form. Doch wir versichern Ihnen, Sie werden sich gehörig täuschen. In den nächsten Minuten nehmen wir Sie mit zum FSV Buckenberg. Präziser zur Thai-Box-Abteilung. Und hier sorgt ein Mann dafür, dass das Image und die Vorurteile von den bösen, fremden, ausländischen Schlägern mal gehörig auf den Kopf gestellt werden. Uwe Hück. Er machte Thai-Boxen in Pforzheim zu mehr als nur einem Kampfsport. Thai-Boxen in Pforzheim, das ist Integrationsarbeit in der wohl besten Form, die man sich vorstellen kann. Aber dieser Uwe Hück, was ist das eigentlich für ein Typ, der mit einer aggressiv wirkenden Kampfsportart die Welt verändern möchte? Boah, wie soll ich ihn beschreiben? Ein ganz toller, der kann Menschen viel beibringen. Das ist ein ganz lieber, netter. Das ist ein sehr, sehr intelligenter Mensch, sehr guter Mensch, sozialer Mensch. Tja, Uwe ist so ein Typ. Er kann alles. Vom ersten Eindruck echt sehr, hilft einem, erklärt auch einem, wenn du was falsch machst, erklärt das dir, bis du es kapierst. Der kann auch mal austeilen, wie sie schon gesehen haben. Aber ansonsten ist das ein ganz netter, feiner Kerl. Groß, stark und ein herzensguter Mensch. Sehr zielstrebig, sehr diszipliniert, sehr ehrgeizig. Und auf jeden Fall super Sportler. Der zweifache Thai-Box-Europameister hat in Pforzheim Sowjetunion, wie Buckenberg Mitte der 90er Jahre aufgrund von 14.000 Spätaussiedlern genannt wurde, etwas verändert. Integration statt Isolation. Und viele haben gemeint, das wären Ganoven. Und so haben sie sich auch dann zum Schluss auch gefühlt. Also die Würde haben wir den Menschen weggenommen. Und ich kam hierher und habe nur eins gemacht. Ich habe einfach die Würde denen zurückgegeben. Und jetzt ist es ein Viertel, wo die geringste Jugendarbeitslosigkeit haben und die intelligentesten Menschen. Sie merken schon, Uwe Hück setzt bei seiner Integrationsarbeit nicht nur auf den Sport alleine. Intelligenz, Bildung, Sprachkenntnisse, das sind Waffen, die jeder seiner Schützlinge quasi als Bonus bekommt, wenn er sich für den Hückschen Weg entscheidet. Ich tue es einfach mal erklären. Wenn ich nach Frankreich gehe, muss ich Französisch lernen, das ist so ganz einfach. Wenn ich in ein Handballturnier reingehe, dann muss ich Handball spielen, nicht Fußball, sonst fliege ich raus. Und so ist es auch in den Ländern. Wenn ich Integration hier haben möchte, dann muss ich die deutsche Sprache lernen und auch können. Und wenn die Leute zu mir kommen, am Fußball kam einer zu mir, hat ein sehr gebrochenes Deutsch gesprochen, so sinngemäß, könntest du mir bitte helfen? Na, ich sage, ja, wenn du einen Deutschkurs machst. Was wollte ich damit sagen? Du kannst ja Deutsch lernen und trotzdem stolz sein, wo du herkommst. Wenn du aus Türkei kommst, sei doch stolz. Aber wenn du hier bist, musst du Deutsch lernen. Wenn du Italiener bist, sei doch stolz, dass du ein Italiener bist. Aber du musst Deutsch lernen. Und das ist, glaube ich, ganz arg wichtig, die Kommunikation auf der gleichen Ebene zu sein. Und Bildung. Bildung ist für die Integration das Wichtigste. Wenn du keine Bildung hast, wirst du auch keine Integration haben. Und das sind doch tolle Menschen. Du hast ja heute gesehen, diszipliniert. Und für mich ist zum Beispiel Respekt ganz arg wichtig. Toleranz ist ganz arg wichtig und Hilfsbereitschaft. Denn die drei Säulen, die ich von den Jugendlichen verlange, wenn sie das haben, dann helfe ich denen. Wenn die das nicht haben, dann werde ich es ihnen entweder beibringen oder sie müssen gehen. Gegangen sind bisher nur wenige. Enttäuschungen eher die Ausnahme. Dieser Mann hat einfach etwas an sich, das die Menschen an ihn bindet. Egal, mit wem man beim FSV Buckenberg spricht, es wirkt wie eine große Familie, die sich zwar nach außen hin gerne mal haut, aber im Inneren einen unglaublichen Zusammenhalt genießt. Hier ist kein Konkurrenzdenken,
Hier kann man einfach ich selber sein und es ist familiär und einfach warm. Es ist einfach eine große Familie, wo man dann reinkommt und überhaupt nicht neu ist. Wo man dann einfach gleich der Mensch ist, der dann schon immer dabei war. Also wir versuchen nicht nur hier, auch draußen unterstützen. Und ich finde es sehr gut, wenn wir haben so eine Familie. Alle, die herkommen, die haben alle ein Hobby und das ist der Sport. Und hier lernst du halt gewisse Regeln und das ist halt wichtig. Und das schweißt auch zusammen. Hier hast du eine Gemeinschaft. Du hast den ganzen Tag so im Alltag diesen Stress und den kannst du hier rauslassen. Und es kann schon mal ein Neuer kommt her und dann sage ich Hallo. Und ich beobachte ihn einfach, wie er sich integrieren tut. Dass sich hier eingliedern, nicht unterordnen. Ich will keine Unterordnung, aber ich will Eingliederung haben. Und das, glaube ich, das ist, sieht man auch hier. Unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Größe. Der eine hat 100 Kilo, der eine hat 70 Kilo. Trotzdem könnt ihr miteinander kämpfen, so dass aber keine große Verletzung passiert. Jeder ist hier herzlich willkommen. Hier gibt es kein Türke oder kein Russe. Hier sind alle gleich und das ist das Ausschlaggebende. Und das spürt man auch und deswegen kommen auch alle von überall her. Es sind Türken, es sind Deutsch-Russen, es sind Deutschen, Italiener, also das passt. Einzige, klar, ich meine, das ist so, der Trainer hat das zu sagen, er muss das Klima reinbringen, er muss sagen, wie das hingeht und wenn das dann hinhaut, dann ist einwandfrei, also da sehe ich da keine Probleme. Beispielgefällig, das ist Alexander Graf, er kennt Uwe Hück von allen seinen Schützlingen mit am längsten. Kennengelernt haben sich die beiden, wie soll es auch anders sein, beim Sport. Integration ohne Sport ist sehr, sehr schwierig. Also persönlich für mich. Ich bin auch aus Kasachstan gekommen und ich habe hier keine Freunde gehabt. Ja. Ich habe nie gewusst, wo genau gibt es einen super tollen Verein, zum Beispiel wie heute hier. Der kam hierher, konnte relativ sehr wenig Deutsch und wir haben wenig geredet, sondern wir haben Sport gemacht. Er hat gegen mich gekämpft und war erstens erstaunt, dass ich da mit 42 oder mit 41 relativ gut kämpfen konnte. Und irgendwann, nach einer gewissen Zeit, er hat gar nichts gesagt, habe ich gesagt, na, wie geht's dir? Und ich habe festgestellt, dass er ausgebeutet worden ist. Also der hat Taxi gefahren und der Taxiunternehmen hat ihm kein Geld gegeben. Oder er war in Schlachthof, der hat gearbeitet für 2 oder 3 Euro. Ich finde das sehr unanständig. Habe ihn angeboten, wenn er eine Qualifizierung nebenbei macht, dann könnte ich einen Job besorgen. Das habe ich auch gemacht. Kann ich so sagen, habe nicht schlechte Entwicklung gemacht. Nicht nur für mich, auch für meine Familie. Ich habe auch 2 kleine Kinder und ich versuche immer mitnehmen zum Sport, immer mitmachen und ich versuche immer so lernen, mit Leuten umgehen, immer mit Respekt. Respekt, ein Wort, das wie die Faust aufs Auge passt. Schaut man sich einmal die Vita von Uwe Hück an, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei der Porsche AG, Integrationsbeauftragter des Badischen Fußballverbandes oder einfach der Botschafter der Initiative Respekt. Doch der gelernte Autolackierer hat noch mehr vor, als nur einen Sportverein oder einen Porsche zu lenken. Unser Schulsystem ist katastrophal. Die Politiker kriegen es nicht hin, dass unsere Kinder unabhängig von den Geldbeutel ihrer Eltern eigentlich studieren können oder einen vernünftigen Beruf erlernen können. Und ich war der Meinung, immer schimpfen nützt nichts. Und dann habe ich einfach gesagt, dann gründe ich eine Lernstiftung, um benachteiligte Jugendliche die beste Voraussetzung für Bildung zu geben. Und dafür bin ich nochmal in den Ring reingegangen. Überschrift war blaue Flecke für soziale Zwecke. Stimmt, ich hatte nachher richtig schöne blaue Flecke gehabt, aber 100.000 Euro für die Stiftung. Was jetzt Ding betrifft, die Ausnahmen, das Rahmenprogramm, die Show-Einlagen, was jetzt eine Veranstaltung meine ich, es war gigantisch. Also sowas gab es noch nie. In Deutschland noch nie. Also in den Stiftungen wird es Lernräume geben. Wir werden Computerkurse haben. Es werden ehrenamtliche Lehrer da sein, wo jungen Leuten in verschiedenen Gebieten unterstützen. Mit meiner Stiftung habe ich was Großes vor. Unter anderem haben ja gerade das Handwerkbetrieb hat das Problem mit Fachkräften. Und die großen Betriebe wie Daimler, Porsche, Bosch und so weiter saugen ja die anderen auf. Und angeblich bleiben dann, ich sag mal, ein Satz nicht so gute qualifizierte Leute übrig. Die nehme ich. Ich sage, und das tue ich gerade mit IHK und so weiter, auch mit Agentur für Arbeit in Pforzheim,
auch gerne aushandeln, dass ich dann den Arbeitgeber sage, du nimmst den angeblich nicht leistungsbezogenen Mitarbeiter, den der wo bei dir eine Ausbildung macht, und meine Lernstiftung hat Pädagogen, die dann in dem Betrieb helfen tut, an Nachhilfeunterricht in Deutsch, in Mathe etc. und so weiter, dass angebliche, nicht ausbildungsfähige Jugendliche intelligente und hohe Intelligenz an Gesellenbriefen haben. Ich kenne das von mir selber, wenn man nicht diese Möglichkeit früher hatte, ja, dann wird es für jeden Jugendlichen recht schwierig. Und die Lernstiftung gibt den Jugendlichen einfach die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, und das finde ich absolut top. Ich nehme die Jugendliche sehr ernst, weil die Jugendliche unsere Zukunft ist, und ich finde, die Jugendliche, die wir heute haben, werden unterbuttert. Prekäre Beschäftigung haben wir nur noch, die werden nicht ernst genommen, und wir müssen die Jugendliche mehr ernst nehmen, weil irgendwann tun sie das Land regieren, und ich bin der Meinung, der Anstand zu Jugendlichen muss größer werden. Viel noch zu tun also, und das mit fast 52 Jahren. Geschlagen hat ihn aber noch keiner seiner Thai-Boxer. Fünfmal pro Woche Training sei Dank, aber Disziplin alleine reicht da nicht aus. Seine Kraft und Motivation holt sich Uwe Hück auch im Glauben. Ich habe eine ganz schlimme Jugend erlebt, und ich habe den Herrgott mit 8 Jahren versprochen, wenn er mich groß und stark und mächtig macht, dann kümmere ich mich um den Mist hier. Er hat mich groß und stark und mächtig gemacht. Deshalb kümmere ich mich immer noch um den Mist hier bis zu meinem Tode. Das Versprechen halte ich ein. Und ich bin auch überzeugt, dass der Petrus nicht fragt, was ich gesammelt habe, sondern was ich gegeben habe. Und ich gebe sehr viel, um oben anzugeben. Einfach, das ist einfach so meine Motivation. Uwe Hück und der FSV Buckenberg. Integration auf hohem Niveau. Einfach nur toll. Das BSB-Porträt. Der Badische Sportbund. Von Aikido bis Turnen und von Fußball bis zum Kegeln. Sport in Nordbaden.